Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich erzähle euch heute etwas über das Radon Jab, und zwar habe ich es jetzt über 2 Monate getestet, also ausgiebig auf Trails, auf Flow Trails, in Bikeparks, und kann euch nun wirklich ein offen ehrliches Feedback geben über das Bike, was ich mir eigentlich damals als allererstes kaufen wollte. Ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Let's go, wir starten rein in dieses Video. Wir sprechen über die positiven Aspekte, die negativen Aspekte und natürlich auch am Ende, für wen meiner Meinung nach das Bike hier am besten geeignet ist und womit man da rechnen sollte. Wir starten natürlich wie bei einem guten Feedback mit den positiven Aspekten. Die positiven Aspekte sind natürlich super wichtig, wenn man sich ein Fahrrad kaufen will, aber auch die negativen. Und diese Aspekte können für jeden jetzt so ein bisschen subjektiv sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Fahrgefühl spreche, was eher verspielt ist, dann kann es für andere sein, dass sie gar kein verspieltes Fahrgefühl haben wollen und eher ein laufruhiges Rad. Ne? Also das ist immer so ein bisschen subjektiv. Aber ich spreche ja von meiner Meinung und ich hoffe, ich kann euch dabei, wenn ihr euch ein Fahrrad aussuchen möchtet, ein bisschen einfach irgendwie helfen. Also starten wir rein zu den positiven Aspekten. Punkt Nummer 1, wenn ich das Fahrrad hier die letzten Monate im Keller gesehen habe, dann muss ich sagen, hat mir das Bike einfach unglaublich gut gefallen. Ich fand es einfach richtig, richtig schön, habe es mir immer gerne angeguckt und muss sagen, optisch hat es mir einfach sehr gut gefallen. Preis-Leistung ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Das war eins der Bikes, was ich mir ausgesucht habe am Anfang, weil es halt für mich bezahlbar gewesen ist und ich ja nicht so viel Geld sofort in dieses Hobby investieren wollte, wo ich noch gar nicht wusste, ob mir das Hobby am Ende wirklich gefällt. Und da muss ich ehrlich einfach sagen, Radon hat da echt noch eine entspannte Preispolitik. Checkt gerne mal die Bikes bei Radon auf der Seite ab und vielleicht ist da auch was für euch dabei. Jetzt aber schlussendlich zum Fahrgefühl. Wie fährt sich das Ding jetzt? Ich würde sagen, es ist so ein richtiges Allround-Bike. Es ist schon ein verspieltes Bike. Es geht sehr leicht in die Luft, besonders weil dieses Modell jetzt super, super leicht ist. Das heißt, man muss sich schon damit zurechtfinden, wenn ein Bike ziemlich schnell reagiert auf das, was man macht. Das kann am Anfang vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überfordernd sein. Allerdings für mich jetzt nach 2 Jahre Mountainbike-Erfahrung hat mir das richtig, richtig Spaß gemacht. Die 27,5 Zoll Räder, finde ich, sind immer noch ein gut, also es ist immer noch fahrbar. Also es gibt ja so viele Leute, die sagen, ich kann das 27,5er kann ich nicht fahren. Ich fahre auf meinem Downhiller auch ja 27,5 und auf dem Trailbike, auf dem Levo 29 Zoll. Und muss sagen, 29 Zoll ist schon cool, es läuft super schnell und es ist auch nochmal ein Ticken laufruhiger. Aber 27,5 hat auch auf jeden Fall seinen Charakter und macht irgendwie Spaß. Und ich finde, nur weil ein Rad 27,5 Zoll Reifen hat, ist es noch lange kein K.O.-Kriterium für mich. Wenn du das natürlich anders siehst, kann das natürlich sein, dass 27,5 kommen mir gar nicht ins Haus. Kann natürlich sein. Ich hatte allerdings auf jeden Fall Spaß mit dem Bike. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich bei dem Bike irgendwie unsicher war. Ich habe mich auch direkt sehr schnell wohlgefühlt auf dem Fahrrad. Es ist keine sehr außergewöhnliche Geo, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt super progressiv oder super laufruhig. Es ist so ein gutes Mittelding irgendwie. Und man setzt sich drauf und fühlt sich direkt wohl. Also das war auf jeden Fall bei mir. Ich musste mich nicht großartig an das Bike gewöhnen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich als sehr positiv erachte. Jetzt kommen wir zu den Negativpunkten. Was ich ändern würde als allererstes an dem Bike, ist die Bremse. Ist so ein bisschen Geschmackssache, aber die Magura MT7, die packt mir einfach zu heftig. Diese Bremse, also wer das mag, ist hier super bedient. Aber mir ist das zu heftig. Ich bräuchte echt so ein Mittelding irgendwie zwischen einer Code R und so einer MT5 oder MT7. Ich glaube, ich werde meine Bikes tatsächlich auf Shimano umrüsten, weil mir das bisher auf den Bikes, die ich testgefahren bin, immer am besten getaugt hatte und ich mich da sofort wohlgefühlt habe mit. Und ich finde, das ist so ein gutes Mittelding. Also
Das wäre ein Punkt, den ich ändern würde an dem Rad. Ansonsten fand ich das Rad top, so wie es ist. Also hat mir gut gefallen, würde ich nichts dran ändern. Jetzt kann man natürlich über dieses Thema 27,5 und 29 Zoll Reifen reden. Ich würde sagen, wenn das Jab als 29 Zoll rauskommen würde, würde das bestimmt auch nochmal viele Leute abholen. Das heißt, wenn sich Radon da Gedanken macht, in den nächsten Jahren vielleicht oder im nächsten Jahr 2024 was zu ändern, wäre das vielleicht auf jeden Fall, glaube ich, eine Option, da mal über 29 Zoll Räder nachzudenken. Ansonsten ist das Rad für mich eine ziemlich runde Sache gewesen, hat mir super gut gefallen und ja, bin schon traurig auf jeden Fall, wenn ich es abgeben muss, weil es hat mir echt Spaß gemacht, das Rad. Man konnte damit auch zum Beispiel gut bergauf fahren und sowas, also das muss ich schon sagen. So, aber schlussendlich, für wen ist dieses Bike jetzt? Meiner Meinung nach ist dieses Bike für jemanden geeignet, der einen guten Allrounder sucht, mit dem man alles machen kann, der nicht zu viel Geld ausgeben will, trotzdem aber eine gute Ausstattung haben möchte, der ein Bike sozusagen für alles sucht. Ich habe es eben schon mal kurz angeschnitten. Ich bin mit dem Bike in Stromberg einfach den ganzen Tag ohne Motor gefahren. Und das wäre zum Beispiel mit vergangenen Rädern in der Vergangenheit nicht so möglich gewesen, zumindest nicht für mich. Ich bin hiermit gut zurechtgekommen, auch beim Bergauffahren, und es ist für mich wirklich eine sehr runde Sache gewesen und war da mit dem Bikepark auf Trails überall und es hat auch überall Spaß gemacht. Ich bin alles in allem sehr überrascht, positiv überrascht gewesen von dem Bike, habe keine lange Eingewöhnungsphase gebraucht und konnte intuitiv mich draufsetzen und losfahren. Wie ihr vielleicht wisst, sollte das Radon Jab damals für mich das erste Bike werden. Und ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, das wäre auf jeden Fall eine gute Entscheidung für mich gewesen. Und ich glaube, in der Nachschau besser als das Bike, was es dann eigentlich geworden ist, auf dem ich mich, nachdem ich viele andere Bikes gefahren bin, gar nicht mehr wohlgefunden habe. Das hat mir einfach nicht getaugt. Das war bei dem Radon Jab anders, hat mir gut gefallen und ich glaube, wer sich für einen guten Allrounder, ein verspieltes Bike entscheiden möchte, ist hier auf jeden Fall gut bedient. Vielen Dank an Radon für diese Möglichkeit, dass ich das Bike so lange testen durfte. Wie ihr wisst, Radon bietet auch viele Testdays an. Da könnt ihr die Räder immer kostenlos testfahren. Und ich hatte natürlich jetzt den Luxus, das nicht nur für 2-3 Stunden zu testen, sondern einfach mal wirklich für 2-3 Monate. Und das hat mir mega Bock gemacht. Ich liebe es ja, verschiedene Räder zu fahren. Und ich hoffe, dass euch das Feedback vielleicht ein bisschen hilft bei eurer Kaufentscheidung. Und wenn euch das Bike zusagt oder auch andere Räder von Radon, checkt das einfach mal ab. Und ja, vielleicht sehe ich euch dann demnächst auch auf einem Jab. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Denn immer, jede Woche 2 neue Videos auf diesem Kanal. Ich freue mich über jeden neuen, der hier dazukommt, dass wir gemeinsam ein bisschen wachsen. 2024 wird hoffentlich ein richtig geiles Jahr. Ich habe viel vor und nehme euch gerne dabei mit. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Gar nichts.